Hochverschuldet ist Martin Lee wegen diesem Spiel Hearthstone Heroes of Warcraft. Grüß dich, verschuldeter Martin. Hallo Michi, ich bin jetzt hier und arbeite meine Schulden ab. Martin hat in Vorbereitung auf ein kommendes Let's Fets Multiplayer-Turnier in diesem Spiel Hearthstone Heroes of Warcraft ein bisschen, wie hast du es ausgedrückt, du hast dich ein bisschen darauf vorbereitet und dazu eine Menge Geld in dieses Spiel ausgegeben. Was heißt, du musst dieses Turnier jetzt gewinnen, weil sonst noch drei Generationen der Lee-Brut noch weiter die Schulden abstottern müssen. Ja, so sieht's aus. Na, ganz so schlimm ist nicht. Also es wird demnächst ein Hearthstone-Turnier geben, wo ich dran teilnehme. Das wird dann auch auf GameTube zu sehen sein, das Video. Und ich habe mich tatsächlich jetzt über die Weihnachtszeit ein bisschen drauf vorbereitet und sehr, sehr viel Hearthstone gespielt. Und ich muss sagen, es ist ein fantastisches Spiel. Es ist der Hammer. Also ich bin so hin und weg von dem Spiel. Würde ich aber auch sagen, wenn ich die dritte Hypothek aus Haus aufgenommen habe. Ich habe tatsächlich vor einem Jahr oder so schon mal die Beta gespielt, fand das ziemlich super, aber habe mich jetzt noch mal mehr mit beschäftigt und dachte, wir müssen das jetzt nicht ewig ausbreiten, wie lang und wie viel und was auch immer. Aber ist auch peinlich. Also allein irgendwie jetzt vorgestern war es so, ich war irgendwie dann, habe ich dir vorhin schon erzählt, ich war irgendwie um 12:30 zu Hause, um 1 im Bett und dachte, ich spiele noch, spiel noch eine Runde Hearthstone, ne, auf dem Tablet, noch eine Runde Hearthstone eben. Bis morgens um 8. Ich war um 1 im Bett, habe bis morgens um 8 Hearthstone gespielt. Der arme Mann. Naja, wurscht. Wir haben jetzt hier Michis Account, da ist noch nichts aktiviert und zwar wollen wir euch nämlich gerne das Tutorial zeigen, was sehr cool gemacht ist. Man versteht das Spiel, das ist auch das Schöne an Hearthstone, wirklich in 3 Minuten. Das ist, behauptest du jetzt, ich habe ja das Glück gehabt, Hearthstone schon mal beim Besuch bei Blizzard spielen zu können, dass sie auch noch andere Sachen irgendwie hatten, das aktuelle WoW-Addon und Diablo 3 und so. Mhm. Und da habe ich ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, um zu checken, dass das gar kein Autoquartett ist. Und habe dann Haushofer, das ist aber ein Trading-Card-Game. Das ist super. Das reicht, der muss ja nicht wissen. Dann, hier steht kostenlose Karten und da hatten sie dich ja dann schon. Ja. Guck mal, machen wir das mal auf, man kriegt sein erstes Set. Oder ist doch hier Jaina Proudmoore. Genau. Es ist Jaina Prachtmeer. Oder Jaina Prachtmeer, wie er gerade sagt. So, und das ist schon das Tutorial, was direkt losgeht. Wo einfach mal die Grundlagen erklärt werden. Das ist ja geil, dass man gegen Hogger kämpft. Hogger Raid. Hogger, der Knoll. Hogger, der Knoll. Kommt her. Da wird es halt nochmal erklärt. Geht dein Sound nicht richtig? Mein Sound geht nicht richtig, aber so wichtig wird das eh nicht sein. So wichtig, so viel wird eh nicht gesagt, genau. Also, was er schon mal erklärt, verursacht genug Schaden und ihr gewinnt. Jeder. Also eigentlich spielt man es ja sonst gegen Menschen hauptsächlich. Es gibt auch ein paar PvE, also gegen Computersachen. Aber eigentlich spielt man es gegen Leute. Und jeder Charakter hat Lebenspunkte. So, wir haben 27, er hat 10. Ich brauche Diener, die für mich kämpfen. Und ein bisschen hat man schon erzählt, man hat immer Diener. Es gibt zwei Möglichkeiten, eigentlich Schaden zu verursachen grundsätzlich. Mit Dienern, die man halt hier vor sich ausspielt und dann damit angreifen kann. Oder mit Schadenszaubern, die man direkt machen kann. So, und jetzt bin ich halt dran. Ist das denn vergleichbar mit einem Spiel wie Magic the Gathering? Ja, total. Ja, okay. Das unterscheidet sich natürlich in gewissen Punkten, aber im Prinzip ist das sehr vergleichbar mit solchen anderen Trading Card Games. So, ich kann den jetzt spielen und den einfach hier dahin schieben. Und wenn ich dann fertig bin, drücke ich fertig. Seid ehrlich angegriffen, du hast 2 Lebenspunkte verloren. Genau, man sieht an jedem. Da geht ein bisschen durch, dazwischen immer. Man sieht bei jedem Diener, wie viel Angriffsschaden er macht und wie viele Lebenspunkte er hat. Mhm. Und das ist eigentlich relativ leicht zu berechnen. Weiß nicht, wenn er mich angreift, kriege ich halt 2 Schadenspunkte. So, und wenn ich ihn jetzt angreifen würde, würde er auch 2 Lebenspunkte verlieren. Man kann aber auch Diener gegeneinander kämpfen lassen. Und da sieht man schon, ich würde bei ihm 2 Schaden machen und er gleichzeitig bei mir auch. Das ist dann immer gleichzeitig. Du kannst aber jetzt auch, obwohl da noch der Diener dazwischen steht, direkt den Boss angreifen, oder was? Ich kann auch direkt den anderen angreifen. Okay. Es gibt Diener, die das verhindern. Ja. Mit einer Taunt-Fähigkeit. Spott heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Mhm. Aber so kann ich es erstmal direkt machen. Ich erkläre euch noch ein bisschen weiter, was es noch mit auf sich hat. Aber ich spiele einfach mal die Karte hier aus. So. Ihr seid genau da, wo ich euch haben will. So, und wenn ich, wie es auch gerade steht, wenn ich einen Diener gerade das ausgespielt habe, kann der in der Runde noch nichts machen. Mhm. Aber den ich letzte Runde ausgespielt habe, der kann jetzt angreifen. So eine Gewerkschaftssache. Das ist richtig. Ja. Keine Überstunden, der hat schon Anreise gehabt an dem Tag. Auf jeden Fall kann ich jetzt überlegen, greife ich ihn direkt an oder greife ich seinen Diener an. Und das ist halt so eine Überlegungssache. Also ich könnte jetzt natürlich 2 Schaden verursachen. Aber wenn ich ihn angreife, gehen beide Diener bei drauf. Das heißt, er kann in der nächsten Runde mich nicht angreifen. Mhm. Und vor allem, was noch viel schlimmer ist, der hat ja 2-1. Die würden sich gegenseitig vernichten.
Aber er könnte mit seinem 2-1 auch den vernichten, weil er nur 2 Lebenspunkte hat. Dann würde ich halt eigentlich einen wertvolleren Diener verlieren im Tausch gegen den, was ich nicht möchte. Deswegen sage ich tschüss. Also die kämpfen immer, also wenn die gegeneinander kämpfen, dann werden diese Schadenswerte immer gegeneinander aufgerechnet. Genau. Das ist nicht so, dass du, wenn du angreifst, dass der andere dann chancenlos irgendwie ist. Genau, das ist dann parallel wird das einfach gemacht. Wenn ich mit der Runde fertig bin, drücke ich das hier immer. So, und 2-1-1 Diener ausgespielt. Er hat wohl eine aufgespart. Wir müssen auch nicht, wir müssen eigentlich gar nicht zu viel vorwegnehmen. Oder Hogger selbst. Weil das Tutorial ist eigentlich ganz gut aufgebaut. Ich habe ein paar Sachen schon mal weggenommen. Ich mache das einfach mal. Dann greife ich ihn einfach mal direkt an. 3 Schaden ist ja nicht verkehrt. Und wenn er gesagt, wenn er 0 Lebenspunkte hat, haben wir ja gewonnen. Das ist ja unser Ziel. Ja. Jetzt hat er den beiden jeweils mich angegriffen. Das Ding ist riesig. Ich kann entweder den Riesengnoll ausschalten oder seinen Meister angreifen. Und jetzt ist ja wieder so eine Effizienzsache. Ich könnte jetzt einfach ihn nochmal angreifen, mit 2 Schadenspunkten verursachen. Ja. Oder ich greife den an und da sieht man schon so ein bisschen, wenn ich ihn angreife, kille ich ihn ja, weil ich 2 Angriffspunkte habe und er hat 2 Lebenspunkte. Ja. So, und was ich halt mache, ich verhindere praktisch, dass er mich angreifen kann mit seinen 5 Schadenspunkten. Also das ist eigentlich effizienter in diesem Fall, wenn ich mit dem Diener auf ihn draufgehe. Mhm. Ihr seid mein nächstes Ziel. Wir sind beide weg und das ist eigentlich ein guter Tausch für mich sozusagen, weil seine Kreatur mächtiger war als meine. Okay. Jetzt habe ich immer noch eine zum Ausspielen. Sie hat sogar 3 Angriffspunkte und ist in der nächsten Runde dann bereit. Jetzt ziehen wir ja beide von diesen Kartendecks. Was kommt jetzt? Das war halt, was ich meinte am Anfang, man kann mit Dienern Angriffsschaden machen oder mit Karten. Wir ziehen jetzt da fleißig Karten von diesem scheinbar endlosen Stapel. Sieht man denn da, wie viele man noch hat? Oder im richtigen Spiel, ja. Okay. Man hat im richtigen Spiel ein Deck von 30 Karten immer. Ah, okay. In diesem Fall ist es halt fürs Tutorial ein bisschen anders. Und jetzt können wir das mal machen. Ich kann noch angreifen, also 4 Lebenspunkte. Und dann habe ich jetzt einen Feuerball-Schaden, der kostet mich 4 Mana. Können wir gleich nochmal drüber sprechen, was mit dem Mana auf sich hat. Mhm. Und macht aber direkt einfach 6 Schaden. Das. Ja. Ich habe schon bemerkt, dass da unten diese Mana-Punkte sind. Unten rechts. Ja. Crazy. Man spielt gerade am Anfang jetzt kartenfrei, wenn man halt das Tutorial macht und nachher auch ein bisschen noch gegen andere Leute spielt, spielt man halt langsam mehr Karten für sein Deck frei. Da können wir nachher drüber sprechen, was das mit den Decks auf sich hat. Und da gibt es auch verschiedene Spielmodi, die wir nochmal dann durchgehen können. Aber wie gesagt, dieses Tutorial besteht aus 6 Stationen, die relativ schnell durchgespielt sind und das können wir einfach mal eben machen. Und das die wird alles Miete ganz sieht erklärt. Aus wie Milhouse. Jaina gegen Milhouse Mannersturm. Na, jetzt reden die schon über Mana. Ich glaube, das wird auch gleich nochmal erklärt. Macht euch bereit für einen Kampf mit dem mächtigen Milhouse Mannersturm. So, und das fängt schon mal neu an, dass ihr am Anfang halt das ausgewürfelt wird, wer anfängt. Mhm. Und ich kriege jetzt 2 Karten zugewiesen. Und dieser ganze Startvorgang, der ist nachher noch ein bisschen komplizierter als das hier. Das können wir auch dann bei Zeiten erklären. Ja. Jetzt wird es schon mal erklärt, man erhält jede Runde einen Mana-Kristall dazu. Okay. Das heißt, man fängt an praktisch mit 0 und in der ersten Runde kriege ich einen dazu. Und dann in der zweiten Runde 2 und so weiter. Immer plus 1 jede Runde. Und man sieht ja, die kosten ja jeweils Mana. 2 Mana, 4 Mana, 1 Mana. Ja. Und im Moment, da ich nur einen Mana-Kristall habe, kann ich mir halt nur den einen leisten. Ja. Kostet denn Karten ausspielen auch Mana oder kostet nur Angreifen mit Zauberfähigkeiten Mana? Im Prinzip kostet alles Mana. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber im Prinzip kostet erstmal alles Mana. Und diese Mana-Kristalle, die sich da erhöhen. Diese Mana-Kristalle, die sich da erhöhen. Schnauze, Milhouse. Oh, mein Mana ist wieder hergestellt. Das sieht man wieder gerade. Das ist halt, wird halt das Maximum erhöht auf 2 von 2 Mana, aber auch das temporäre Mana halt. Das heißt, nachher, wenn ich solche 10 Mana-Kristalle habe, das ist das Maximum. Mhm. Und wenn ich dann 4 verbrauche, dann habe ich in der Runde 4 von 10 Mana verbraucht, also habe ich noch 6 übrig. Aber es ist halt immer, am Anfang der Runde wird es dann wieder komplett aufgefüllt. Ja. Das ist immer nur das Maximum, was sich dann verändert. Sonst sind wir wieder 0 von 2. Einmal angreifen. Hört auf, mich anzugreifen! Ich will dieses Spiel gewinnen! Noch ein Mana! Aufgepasst! Das sind auch 2 Mana, wie gesagt, 2. Wisst ihr, wie sich das anfühlt?
so eine Arcane Explosion gespielt für ein Mana, die halt bei meinen Dienern allen Schaden angerichtet hat. Und jetzt habe ich schon die Möglichkeit, zwei Zauber auszuspielen, theoretisch. Also es kostet 3 Mana. Aber ich habe halt nur 3. Also wenn ich einen ausspiele, kann ich andere nicht mehr ausspielen. Mhm. So kann ich überlegen, entweder ziehe ich 2 neue Karten, habe mehr Auswahl einfach im nächsten Zug. Oder ich spiele einen Diener aus. Und da sieht man es auch nochmal, Diener wie er hier haben nicht nur einen Angriff und einen Lebenscounter, sondern sie können auch solche Fähigkeiten haben. Wie der hier, dass alle anderen Diener, die auf dem Schlachtfeld von mir sind, einen Angriff haben. Okay. Dann spiele ich ihn einfach mal aus. Und dann sieht es auch gleich, im Moment ist er 3-1. Oder 4-1, durch die Aura sozusagen von der Karte. Dann kann ich angreifen. Zack, noch 14. Weil das diesen Bonus gibt er nur allen anderen, nicht sich selbst. Genau, eure anderen Diener. Ja. Also man muss teilweise sehr auf die Texte achten, weil es halt wirklich wichtig ist, was da jeweils steht. Jetzt klickst du da ja schon relativ schnell hin und her, das geht aber ganz normal einfach nacheinander oder läuft da irgendwo ein Timer ab? Nee, das ist also, du hast eigentlich genug Zeit, also irgendwann läuft der Timer schon ab, das heißt, wenn ich jetzt hier 30 oder 40 Sekunden gar nichts mache, fängt eigentlich so eine Zündschnur runterzulaufen. Mhm. Da heißt es dann einfach, okay, damit du halt nicht unendlich Zeit in Anspruch nehmen kannst. Ja. Aber eigentlich ist es in meinem Zug, ist es, kann ich mir Zeit lassen. Und der sieht, also der Gegner würde auch erst deinen Zug sehen, wenn wirklich die Karte final auf den Tisch genau, gelegt. Genau, das sieht das aus wie da oben halt. So sieht er mich. Also er sieht halt bei den umgedrehten Karten nicht, was ich habe. Und was ich für mich überlege, sieht er halt nicht. Sondern erst, wenn ich es dann wirklich auf den Tisch lege, dann sieht er, okay, das habe ich gespielt. Jetzt muss man natürlich gucken, ob man so ein bisschen, ob man Mana-effizient spielt, ob ich wirklich mein ganzes Mana ausgebe zum Beispiel, 4 Mana auf einmal, ob ich hier was anders mache, oder ob ich ein 2-Mana-Ding ausspiele, da habe ich aber noch 2 ungenutzte Mana, die ich dann auch hier nicht mehr verbraten kann, weil es ja 3 und 4 kostet. Mhm. Ich spiele mal trotzdem das Fluss-Kokulisk aus. Ich frage mit ihm nochmal an. Zuschlagen. Wartet nur, bis ich 10 Mana habe! Man hat auch gerade diese Arcane Intelligenz benutzt, was ich auch habe. Kann man 2 Karten ziehen, hat er natürlich mehr Auswahl. Schnell! Ich will unbedingt diese Karte ausspielen! Dann spielen wir den aus, dann ziehe ich auch mal noch 2 Karten. Jetzt hast du ja, was du da an Dienern und Fähigkeiten ziehst, das sieht ja nicht so aus, als wären das so wie Jaina Proudmoore irgendwie nur so Allianz-Menschen-Sachen, sondern sehr bunt gemixt. Gibt es das denn später noch, dass das irgendwie alles Sachen von einer Farbe irgendwie sind? Ne, es gibt sozusagen schon klassenspezifische Karten, die halt nur der Schurke hat oder nur die Magierin, und es gibt halt gemeinsame Karten. Dieser Blutsumpf-Raptor ist solche für alle Klassen verfügbar. Mhm. Das ist dann so ein Pool. Aus. Schnell und Staub zuschlagen. Und das ist natürlich dann auch dann tatsächlich nachher die Kunst sozusagen, aus den klassenspezifischen Karten und den allgemeinen Karten dann gute Synergien und Decks zu bauen. Ja. Komm schon, komm schon! Jaina! Auf euch wartet nur das Verderben! Oh, jetzt macht er hier mal so ein 6. Das kann man sich aussuchen halt. Im Prinzip, es gibt immer Ausnahmen für fast alles, wie es halt immer so ist bei solchen Sachen. Ja. Im Prinzip kann ich halt aussuchen. Schieße ich jetzt auf den feindlichen Diener, schieße ich direkt auf den Gegner, wie auch immer. Und es hat noch 7 Lebenspunkte zum Beispiel, ne? Wenn ich ihn jetzt hier so angreife, noch 5. Feuerball drauf. Bam. Bam. Thank you, man. Mom, Bart fängt Streit an. Ich bin, glaube ich, ziemlich gut. Ich habe schon im Tutorial schon 2-mal hintereinander gewonnen jetzt. Geil. Schon ganz schön gut. Ihr werdet von meinen Anblick hören. So, gucken, was der Lehrensucher Cho oder Lorewalker Cho, wie er auf Englisch heißt, uns zu erzählen hat. Lehrensucher Cho! Ah, was wir vorhin auch schon ein bisschen besprochen hatten. Oh, Jaina. Freut mich, euch zu sehen. Lehrensucher Joe. Der hat die Stimme auf Deutsch von Jack Nicholson, oder? Ich werde euch. Ich muss immer noch an meinem komischen Kopfhörer rumtun. Gut, gut. Ja, stimmt. Super. Ja. Also ich finde, der hat so eine prägnante Stimme, so eine coole Stimme. Ganz schick gemacht. Wie gesagt, ich spiele selber auf Englisch, was bei dem Spiel eigentlich ja relativ wurscht ist. Kann man nicht groß rumtun mit Synchro oder so. Ja. Aber ich habe mir viele Guides durchgelesen und Tutorial-Videos angeschaut und da muss ich einfach sagen, ich habe die besseren auf Englisch gefunden. Und dann ist es natürlich einfacher, wenn der dir halt erzählt von einem Murloc Raider oder Bloodfang Raptor, dass du nicht immer das umdenken musst, Bloodfang, Blutsumpf oder so. Das
deswegen spiele ich es auf Englisch, aber im Prinzip ist es ja relativ wurscht. Ja, schlauere Menschen als Martin könnten das umsetzen, aber... Das stimmt, also bin ich ja zu doof für. Hier links ist übrigens noch so eine Art Log oder History so immer. Geschickt mit Schwert und Bogen, doch habe ich viele Freunde. Ja, man sieht man immer ein bisschen, was in den letzten Runden so ausgespielt wurde, falls man nochmal gucken wollte, was hier genau passiert. Ist nur ganz hilfreich. Ja, okay. So, jetzt kann man jetzt die Wahl zwischen zwei Mana-Karten, entweder spiele ich noch so einen Diener aus, oder diese arkane Explosion fügt allen feindlichen Dienern einen Schaden zu. Ja, aber es rentiert sich jetzt noch nicht, oder? Genau. Wenn du nur einen hast. Wenn natürlich dann irgendwie drei oder vier, die ich gleichzeitig treffe, ja, damit, ist natürlich sinnvoller, deswegen spiele ich den hier aus. Und jetzt muss ich überlegen wieder, ne? Greife ich an, verursache zwei Schaden und dann ist er dran. Oder vernichte ich den Panda-Spieler, der hat 1-1. Im Moment, das hängt immer ein bisschen vom Spielmodus ab, würde ich aber sagen, ich greife einfach direkt an, weil ich mache zwei Schaden. Und selbst wenn er mich danach angreift, macht er nur einen Schaden. Also eigentlich ist es effizienter sozusagen. Ja. Und wenn ich ihn direkt angreife, verlieren wir ja beide unser Diener, weil der auch nur einen Lebenspunkt hat und er einen Angriff. Deswegen sage ich mal, greife ich ihn direkt an. Gucken, ob sie das recht. Ein einziger Schadenspunkt kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Ich zolle euch Respekt. Der ist lauter Bärchis, der hält sich in die Regel. Genau, das war eigentlich ganz sinnvoll von ihm, den anzugreifen, ja, weil mit dem 2 einseitig den ja vernichten können nächste Runde. Ja. Ja, deswegen spielen wir noch hier ihn aus. Blöde Frage, falls du das schon erwähnt hast, aber kann denn dein Held direkt einen anderen Helden angreifen? Manche haben die das gibt es jetzt noch gar nicht im Tutorial bis jetzt. Ja. Die haben auch noch selber, jeder Held hat eine eigene Fähigkeit, unabhängig von seinen Karten. Und die wird im Tutorial auch noch vorgestellt. Und tatsächlich hat Sieg solche so einen Feuerball, den werden wir noch sehen. So, jetzt könnte ich ja den Dreier ausspielen, der hat den bufft, aber da ich gerade 4 Mana habe, wäre es eigentlich, könnte ich auch 2 Zweierkarten, aber das hilft eigentlich gar nicht so viel. Wieder die Arcane Explosion macht ihm einen Schadenspunkt. Da steht der ja noch, ja. Das bringt mir dann gar nicht so viel. Machen wir es wieder so. Greifen einfach mal stumpf weiter an. Ja, leeren Suche. Ich überlasse es gerade immer ihn, mich anzugreifen und dadurch verliere ich gerade einen Lebenspunkt und er verliert die. Oh, guck mal, jetzt bufft er den gerade noch. Mit anderen Karte. Jetzt sieht es schon ein bisschen anders aus plötzlich, ne? Ja. 4-5 und 3-3. Muss ich schon mal ein bisschen gucken. Jetzt habe ich 5 Mana. Das heißt, mit 5 Mana kann ich sogar alle auf einmal ausspielen. Na dann, fire away. Dann spielen wir jetzt auf jeden Fall erstmal die Minions oder die Diener aus. Wieso? Das meiste... Sieht halt tougher aus, wenn man so mit der Crew da steht. Ja, aber ganz gut dann überlegen. Zum Representen halt, so, und so. Jetzt kann ich überlegen, greife ich mit dem 3-2, greife ich ihn hier an, den Pandaren-Speer, oder ihn vielleicht sogar, der hat ja 4-3. Das wäre eigentlich ein ganz sinnvoller Tausch an der Stelle. Ja, oder hau doch die Explosion drauf und greif dann an, dann hast du nicht genug Punkte dann. Ja, aber das würde auch keinen Unterschied machen. Dann hat er immer noch 2 Lebenspunkte und er hat auch 2 Lebenspunkte. Ach, dann hast du aber keinen Mana mehr, um weiter anzugreifen. Nee, das ist gar nicht das Problem. Ich habe eh nur noch eine Karte. Also ich brauche diese 2 Mana nur für diese Karte, wenn überhaupt. Aber ob aber ich der Angriff mit dem Raptor kostet auch 2 Mana, oder nee, nicht? Nee, das kostet nichts. Nee, Angriffe von Dienern kosten nichts. Das sind hier nur Angriffs- und Lebenspunkte. Was ist das da oben? Das ist die beim Ausspielen, beim einmaligen Ausspielen. Ah, das Angreifen selber kostet kein Mana mehr. Okay. Also ich greife jetzt einfach mal an, weil die sich gegenseitig vernichten. Man sieht es auch an den Totenköpfen. Und jetzt könnte ich einen Schaden an dem Diener machen. Bringt mir aber in dem Augenblick jetzt tatsächlich nicht viel. Ich spare mir diese Karte lieber mal auf, ob ich sie vielleicht nächste Runde besser verwenden kann. Nicht treffen. Das muss ich anschauen. Moment. Erst schlage ich eure Truppen, dann euch. Das ist ganz gut, dass ich mir das für eben aufgehoben habe, weil hätte ich das jetzt eben schon benutzt, dann wäre er schon weg und er hätte trotzdem, er wäre dann zwar tot, aber die beiden würden jetzt noch dann dastehen. Wenn ich jetzt nicht spiele, schalte 2 auf einmal aus. Dann schalte ich ihn aus und ihn aus. Aber was man auch immer machen sollte, ist, wenn ich das eh ausspiele und danach noch Mana für andere Sachen habe und hier habe ich eine ziehe 2 Karten, sollte ich erstmal die ziehe 2 Karten machen, weil ich ja nicht weiß, was ich bekomme. Ja. Und dann kann ich jetzt genau nachrechnen, was ich noch brauche. Okay, 3 Mana. Aber das ist schon ganz vernünftig, hier die Arcane Explosion zu spielen. Ein paar Doubts. Und ihn aus... Ich greife... Ach nee, ich muss ja erst die... Susan! Ausbühen. Ihr seid ganz schön mächtig. Ich habe neue Freunde kennengelernt, die sowohl heilen, als auch kämpfen können. Hat jemand den Arzt gerufen? Das ist eine gute Wahl, Mann. Stay away from the Voodoo. So, das hat er gerade nochmal erklärt. Das ist eine neue Fähigkeit hier unten. Das steht da unten in dem Beschreibungstext. Dieser Diener hat einen Kampfschrei. Und ein Kampfschrei wird immer dann ausgelöst, in dem Augenblick, wo man es von der Hand auf das Spielfeld spielt.
Mhm. Und das hat er, diesen Kampfschrei gehabt, stell zwei Leben wieder her. Ich meine, noch 15 Lebenspunkte. Das heißt, wenn du den einmal schmeißt, dann heilt er die Leute wieder, danach ist es vorbei. Ich mache einmalig okay. Den Kampfschrei. Was ich eben mit dem Links, mit dem Log erzählt habe, ist auch ganz interessant. Da sieht man mal, was passiert ist nochmal so richtig. Ja. Die Arcane-Explosion habe ich gespielt. Was ist passiert? Der Pandaren-Spieler wurde gekillt mit dem Totenkopf. Der andere hat einen Lebenspunkt verloren und der rechts wurde auch gekillt. Oder hier gerade hat den Helden um zwei Lebenspunkte geheilt. Ist mal ganz nett, wenn man nochmal, wie gesagt, nachgucken möchte. So, jetzt habe ich 7 Mana-Punkte. Dann kann ich einfach den für 3 und für 4 ausspielen. Mhm. Und habe dann eine ganz gute Wut führt zu Hass. Hass gute Ausgangsposition. Führt zu Bauchschmerzen. Krieg sollte immer das letzte Mittel sein. Ihr seid naiv, Lehrensucher. Vielleicht. So, hier, Kampfschrei, 10 Karte. Ich hoffe, dass dich meine Erfindung gefällt. Oh, der Feuerball, der ist immer gut. Ansonsten hier 5-1, kann man jetzt mal kurz nachrechnen. Und ich habe 2-7. Also ich verursache 2 Schaden, das reicht, um ihn zu töten. Ja. Er verursacht 5 Schaden und ich habe aber 7 Lebenspunkte. Das heißt, ich werde diesen Kampf überleben. Und hab danach, er hat ihn verloren und meiner bleibt noch stehen. Ja. Was natürlich eigentlich immer die ideale Situation ist. Ihr seid sehr stark, Jaina. Flirtet der mit uns? Während er von uns verhauen wird. Da steht er anscheinend drauf. Was ist da denn los? Der hier gehört mir. Jetzt gibt's aber dick aufs Fressbrett. Ja, so. Spielen wir noch den Ura aus. Ja, das sieht man schon, die werden jetzt immer mächtiger natürlich, je mehr Mana sie kosten. 6-7 ist halt schon eine ganz andere Kategorie als hier 1-1 oder 2-1. Mhm. Gucken, was er jetzt da vorzubringen hat. Und das war es jetzt auch mit ihm, weil ich einfach jetzt einfach angreifen kann mit dem Sechser hier. Noch 3 Lebenspunkte, den greife ich jetzt mit dem nochmal an. Oder ich schleudere einen Feuerball. Feuerball ist ein bisschen stylischer. Ihr seid wahrlich gut. Hooray! Ja, guck, und für deinen Account spiele ich hier fett die Karten frei. Es war mir eine Ehre. Sehe das auch schon. Bis morgens um 8 wirst du demnächst spielen. Das ist, ich merke schon, dass du jetzt schon so eine, wie sagt man, so ein Dealer-Vokabular aufgebaut hast. Ich habe ja nichts davon. Ja, leider. Ja. Ja, ja. Das garantiert, muss ich dann für dich Karten drücken gehen und so. Drucken. Jaina gegen König Muckler. König Muckler. Sieht aus dem Dschungelbuch. Ich hatte früher mal ein Stofftier, so ein Stoffbär, das ist der Muckel, aber das ist der, glaube ich, nicht. Der Muckel ist was anderes. Ja. Oh, her mit meinen Karten. Natürlich immer gut, man sieht es auch. Es kann natürlich auch sein, gerade im späteren Spiel, dass ich am Anfang, dass ich ein Mana-Kristall hier habe. Kann auch sein, dass ich solche nur die 3 Karten habe und gar keinen mit einem Mana-Punkt. Dann kann ich in der Runde auch tatsächlich nichts machen, wenn ich einfach keine Karten habe, die okay, nicht noch Mana haben. So lange passen, bis du dann müsste ich Mana hast. Genau, dann müsste ich halt passen in der Runde, ja, wenn ich eh nichts machen kann. Warum bewerfen mich diese Affen mit Bananen? Ich bin der König im Affenstaat. Der größte Klettermax. Schwing ohne Hass von Ast zu Ast. Das war's. Wie hieß das Leben? Ein Klacks. Ihr verrückten Affen. Hallo, es ist Donkey Kong. Ich wollte schon ein bisschen sehr. Wirft ihr noch mit Fest an. Nur Fässer? Finde ich anscheinend lustig. Ich merke gerade eben, das ist halt Blizzard Game in a nutshell. So, das fängt, halt an, ja, das ist total idiotensicher reinzukommen. Es tutorialt sich halt bending over backwards ungefähr, um dir das Spiel schmackhaft zu machen. Es ist total nett irgendwie aufgebaut und so, sieht alles irgendwie total poliert aus. Und sie haben nicht eine eigene Idee gehabt. Alles gut zusammengeklaut. Eine eigene Idee stimmt ja nicht. Aber sie haben es wirklich gut gemacht, sich immer mal das Beste zusammenzuklauen. Ja. Halt. Sogar Donkey Kong. Komm hier einfach mal. Er wirft gerade diese komischen Bananen immer zu mir. Mit die ich irgendwie noch anscheinend benutzen kann. Und jetzt sehen wir das erste Mal eine Einheit mit Spott. Das wird wahrscheinlich im Tutorial auch gleich nochmal erzählen. Tötet diesen Affen, sodass ich Muggler erledigen kann.
Genau, das Problem habe ich jetzt. Also eben konnte ich ja mal aussehen, ob ich die Diener angreife oder den Helden direkt. Und der schützt den jetzt. Und der schützt jetzt mit Spott. Das geht halt gar nicht mehr. Ich muss den Diener mit Spott. Ich muss den Diener mit Spott. Also das geht halt gar nicht mehr. Das heißt, ich muss den Diener mit Spott angreifen, wurde gerade ein paar Mal gesagt. So, jetzt, wenn ich das halt mache, ich verursache 4 Schadenspunkte und habe sogar einen Lebenspunkt dann noch über. Und da ist das eigentlich ein ganz guter Tausch. Dann habe ich jetzt noch 5 Mana-Punkte. Dann spielen wir mal den aus. Und den hier. Alles Mana ausgegeben. Hervorragend. Es war ganz interessant, dass, als ich da bei Blizzard war und die das Spiel da vorgestellt haben, da meinten die eben, dass das für sie total ungewohnt war, so ein kleines Spiel zu machen. Und sie sagten da selber, sie mussten sich halt nach diesen ganzen Mammutprojekten, die sie gemacht hatten, erstmal wieder angewöhnen, kleine Spiele auszuprobieren. Und das zeigt ja auch, das ist ja mordserfolgreich, obwohl es halt so ein simples Spiel eigentlich ist. So ein bisschen Paradigmenwechsel auch bei Blizzard, weil sie ja jetzt auch mit dem Overwatch und so, was jetzt auch eher wieder ein kleineres Häppchenspiel ist, dass man dadurch durchaus mit erfolgreich sein kann. Es muss nicht immer irgendwie das 10 Jahre im Voraus geplante Super-MMO sein. Was man halt leider nicht so hört, das stimmt. Nee, das war wirklich, damals hat ja keiner mit gerechnet von Blizzard, dass plötzlich so ein kleines Spiel kommt. Hearthstone kam ja so aus dem Nichts. Ja. Aber mich hat es halt total gehuckt jetzt. Man muss jede Nacht 17 Stunden spielen. Ich weiß noch, als das damals angekündigt worden ist und so, da hieß es halt irgendwie groß, ja, neues Blizzard-Spiel. Also, das wird das krasseste Riesen-Blizzard-Spiel überhaupt. Und dann war es noch das kleine Kartenspiel. Little did we know. So, und jetzt ist gerade mit dem Sport kommt jetzt auch mal bei mir zum Tragen. Jetzt hat er diesen 10-10, den kann ich ja nicht killen. Der Mucklas großer Bruder. Ja. So stark und nur 6 Mana, gute Frage. Das hätte man im richtigen Spiel auch mal ganz gern, so eine Karte. Gibt's aber dann gar nicht, oder was? Nee, das ist viel zu mächtig. 6 Mana für 10. Für 6 Mana, wenn du Glück hast, kriegst du vielleicht eine 6-7 Karte. Also 6 Angriff, 7 Lebenspunkte oder so. Oder 6-6 mit irgendeiner Fähigkeit. Aber 10-10 ist halt, ist gigantisch. Also das ist eine super Karte. Und ich könnte dir auch jetzt gar nicht nur Schaden machen. Ich mache 2 Schaden, nochmal 1 Schaden, dann hat er noch 7 Lebenspunkte. Ja. Und der würde mich in 2 Runden verhauen. Wenn er mich einmal angreift, habe ich noch 9. Danach nochmal bin ich halt tot. Ja. Und jetzt brauche ich tatsächlich diese Sportkarten, ich spiele dich aus. Der stellt sich halt jetzt in den Weg und gibt sein Leben für mich auf. Den mit dem Kampfschrei spare ich mir gerade nochmal auf. Wenn ich nicht ganz sicher bin, ob ich die 2 Lebenspunkte, ob ich mich damit heilen möchte oder ob ich lieber vielleicht einen Verbündeten, obwohl ihn zum Beispiel, er hat noch 1 Lebenspunkt, aber eigentlich hat er 3 maximal, man sieht's da. Und jetzt kann ich ihn ausspielen. Dann kann ich mir jetzt aussuchen, welches Ziel. Ach, du kannst nur eine, ich dachte, er heilt alle dann um 2. Nee, das wird dann stehen. Dann wird stehen, er heilt alle freundlichen Linien. Und das heißt, da steht heil 2 Lebenspunkte, das ist auch nicht beschränkt auf freundliche. Ich kann auch ihn heilen oder den. Mhm. Das hat nachher im Spiel manchmal taktische Erwägungen. Das kann natürlich durchaus mal sinnvoll sein, jemand anders zu heilen, also sogar den Gegner. Aber in diesem Fall ganz einfach hier, ich halte ihn wieder auf 2-3 zurück. Hat dann sogar noch für den Schildmeister von Senjin genug Mana, dann spiele ich ihn auch nochmal ruhig aus. Ah, dann müsste der jetzt erst durch beide durch, oder was? Genau, aber er kann immer nur einen pro Runde angreifen. Zwar killt er den mit sehr stark Übermacht, aber es bringt ihm nichts. Aber wenn er 10 oder 50 Schaden macht, wenn er den einmal angreift, der Rest des Schadens in diesem Fall einfach verloren hat. Na gut, minus 10. Ja. Jetzt ziehen wir mal 2 Karten und hoffen, dass da das Richtige kommt. Da fügt einen Schaden zu, das bringt mir auch nicht so viel. Ich muss aber nur hoffen, dass ich lang genug überlebe. Na, das könnte aber reichen. Nächste Runde muss erstmal wieder den angreifen. Nein, Soldat von Goldheim. Ja, aber jetzt sieht man schon 6 Lebenspunkte, ich bin dran. Ne, wenn man das mal aufaddiert, reicht das locker. Ja. Bam! Unglaublich, wie das Tutorial platt machen. Damit haben sie nicht gerechnet bei Blizzard. Dann werden die bei dem Turnier auch nicht gerechnet haben. Was? Der hat das Tutorial geschafft? Zum ersten Mal. Wir ergeben uns. Ich glaube auch. Oh, Hammond Lessingberry war doch dieser Großwildjäger. Ist das doch mit den Stranglethorn. Mit dem Buch halt, wo man die Seite findet, den Stranglethorn. Wer kennt ihn nicht? Hammond Lessingberry. Die Seiten finden. Das war eine Scheiße. Ja. Oh, ihr seid aber hübsch. Passt auf, was ihr sagt. Bitte? Keiner spricht so mit dem alten Hammond.
Ha! Ich bin zuerst dran. Aber ich erhalte eine zusätzliche Karte. Oh gut, denn ihr werdet sie brauchen. Um mal... Das hier erinnert mich an die Zeit, als ich den gewaltigen Tiger Bangalash jagte. Oh, das weiß ich auch noch. Nur mal ganz kurz, um das mal anzusprechen, das ist tatsächlich ein wichtiger, das ist kein Witz, das ist eine Grundlage für auf Reddit und in Foren für seitenlange, 50 seitenlange Diskussionen. Eigentlich ist es besser anzufangen oder der Zweite zu sein. Und das ist aber allgemein, das habe ich nochmal, auch in dem Zusammenhang habe ich mich auch dafür interessiert und auch ganz viel gelesen, das ist bei Spielen wie Schach, das ist beim Trading Card Games, bei allen zweierrundbasierten Spielen eigentlich, wo man abwechselnd spielt, ist es immer die Frage, ist es eigentlich besser anzufangen oder Zweiter zu sein? Ja. Bei Schach ist zum Beispiel mit einer geringen, irgendwie ist es irgendwie 53,7% zu irgendwas Prozent, hat der Anfänger, der Weiße, tatsächlich einen Vorteil einfach. Mhm. So. Und bei Blizzard ist wohl Hearthstone im Vergleich auch zu Magic, ist es eigentlich fast perfekt ausgeglichen. Und gibt da zwei Sachen einmal. Man fängt als Zweiter mit einer Karte mehr an und es gibt noch eine andere Funktion, und zwar man kriegt noch eine Karte, die heißt die Münze. Die werden wir im nächsten Tutorial-Level erst bekommen, da können wir nochmal drauf eingehen. Aber weil es eben nur schon angesprochen wurde, ist tatsächlich, haben sie sich sehr viel Gedanken gemacht und es anscheinend nahezu perfekt gelöst, dieses Dilemma, was wirklich nicht unerheblich ist, wo in der Spieltheorie, ob man Erster oder Zweiter ist. So, jetzt können wir nochmal über eine bestimmte Fähigkeit reden. Dieser hat der Ansturm da unten. Mhm. Und normalerweise, nachdem ich einen Minion ausgespielt habe, muss er eine Runde warten. Aber Ansturm kann auch sofort in der Runde, in der er gespielt wurde, angreifen. Das sieht man auch mal in dem grünen Rahmen. Ja. Und dann baue ich ihn einfach gleich mal weg. Und wahrscheinlich ist er gewohnt, gegen Diener zu kämpfen. Aber Hammett hier, der kämpft seine eigenen Schlachten. Guck, jetzt hat er diese Heldenfähigkeit. Mhm. Verursacht einen Schaden. Ich habe auch ein paar Tricks auf Lager, Zwerg. Und zack, wird unsere Heldenfähigkeit freigeschaltet. Okay. Und das ist tatsächlich schon die Heldenfähigkeit, die sie auch im Spiel nachher, die Magierin immer hat. Kostet mich 2 Mana und verursacht einen Schaden. Und da es halt im Text keinerlei Begrenzung gibt, heißt wirklich einen Schaden. Ich kann es auf feindliche Ziele machen oder auf feindliche Diener. Ich kann es auch feindlich auf den Helden machen. Ich kann es auch auf eigene Diener machen. Mhm. Was auch manchmal sinnvoll ist. So, jetzt habe ich 2 Mana. Man sieht auch, ich habe keine Karte, die 2 Mana kostet. Kosten alle mehr, mindestens 3 Mana. Das heißt, bevor ich diese Runde gar nichts mache, nutze ich halt meine Heldenfähigkeit. Die kann ich immer einmal pro Runde einsetzen und kann halt damit aussuchen, bis ich ihn angreife. Ja. Er hat auch seine und beschießt mich damit. Im Zweifelsfall ist es aber tatsächlich so. Nur ein Leben, das perfekte Ziel. Muss ich natürlich genau überlegen. So, was mache ich jetzt? Ich kann theoretisch 3 Karten ausspielen, so eine von den 3, nicht alle 3. Mhm. Oder den Feuerschlag machen. So, jetzt muss ich mir kurz überlegen, ich muss immer praktisch schon mal einen Zug ja im Voraus mindestens antizipieren und vorausdenken. So. Wenn ich jetzt den spiele, 3-1, könnte ich ihn angreifen, in der Runde noch, weil er Ansturm hat. Aber in der nächsten Runde würde ich ihn ja sofort verlieren, weil er nur einen Lebenspunkt hat. Ne? Ja. Vielleicht nicht ganz so sinnvoll, weil ich ihn dann sofort wieder verlieren würde. Der hat immerhin 2-2, das heißt, er kann ihn nicht so leicht, zumindest jetzt mit den Karten, die jetzt ausliegen, nicht sofort zerstören. Und der hat 1-2, kann also auch nicht zerstört werden. Das Gute auch noch daran ist, das kostet 1 Mana, wenn ich ihn ausspiele. Und dann habe ich eh noch 2 Mana übrig für meine Fähigkeit. Das ist eigentlich die beste Kombination in diesem Fall. Ich kann eine Dienerkarte ausspielen und noch meine Fähigkeit benutzen. Und habe jetzt eigentlich im Moment einen Vorteil auf dem Board halt, ne? Weil ich halt Karten ausgespielt habe und er nicht. Die grünen Hügel des Schlingendorntals gelesen? Nehmt das! Jetzt kann ich schon 4er ausspielen. Können wir das Bild hier, ich kann den mit Spott ausspielen. Ich kann einen Diener in einen Schaf verwandeln. Es lohnt sich bei dem aber tatsächlich ehrlich gesagt nicht so, weil es ein relativ schwacher Diener ist. Also das, ja, ist einer, das hebt man sich eher für so den großen Bruder, ja, wieder auf. Wir haben ja schon vorhin welche gesehen, da, genau, der große Bruder, der, ja, andere. Deswegen an dieser Stelle sagen, ich spiele einfach mal den aus. Dadurch hat der einen mehr Angriffsschaden. Und dann kann ich den vernichten. Kann noch den auch noch ausspielen. Dem Tier ziehe ich das Fell ab. Ich brauche einen neuen Schal. Das war's. Und greife einfach mal an. Vielleicht sollte ich mich wieder meinen Büchern widmen. Eigentlich habe ich sogar einen Fehler gemacht. Es wäre wahrscheinlich sogar besser gewesen, den Eber zu opfern für den anderen. Mhm.
und den Soldat von Goldhahn überleben zu lassen, weil der mehr Lebenspunkte hat. Spielt jetzt aber dann nicht in diesem Fall nicht so eine große Rolle. Ich bin zuversichtlich, dass wir das Tutorial auch so schaffen können. Es wäre aber eigentlich besser gewesen sogar. Dann spielen wir hier den aus. Da kill ich einfach den und den habe ich noch über. Schnell und stark zuschlagen. Verneigt euch vor meinem riesigen Morastwesen. Ich muss einen Weg finden, das Ding zu neutralisieren. Sie verrät es jetzt schon. Man kriegt nochmal ein Schaf, falls man es nicht geschnallt hat gerade, was man damit machen soll. Einfachstes jetzt, also ich kann ihn natürlich angreifen, verursache 5 Schadenspunkte. Wäre auch durchaus eine Möglichkeit. Und dann halt noch einen Schadenspunkt damit zu machen. Aber das Tutorial möchte ich ganz gerne an dieser Stelle, dass wir das Schaf mal verwenden. Oh, nicht fair! Und dann kann ich ihn einfach auch hier so wegschießen mit meiner Fähigkeit. Ach so, okay, weil er jetzt dann geschwächt ist. Genau, hat 1, 1. Danach hier unten steht schon mal, wie das Schaf halt beschaffen sein wird. Schnell und stark zuschlagen. Das Dingo! Ja! Das können wir es einfach nochmal machen. Jetzt Night hier Spot. Blade. Achso, das ist der Nightblade, der mit Spot dazwischen. Genau, das ist dazwischen, das heißt, ich verwende nochmal ein Schaf wieder. Ach, komm schon! Schieß den weg und dann ist der Weg halt frei. Ja. Yes! Und dann kommt die letzte Tutorial-Mission. Wahnsinn. Wahnsinn. Wir gehen hier durch wie eine Spielkarte durch Butter. Und dann kann man die danach wegschmeißen, weil sie schon voll versifft ist. Bäh. Tja, das Tutorial wollte ich mir halt ganz gerne mal zeigen. Für Leute, die das Spiel noch nicht kennen. Weil es wirklich ganz nett gemacht ist. Und man einfach mal ganz... Wird. Das ist eigentlich jetzt auch, was wir jetzt dann in der nächsten Runde noch gezeigt bekommen. Da hat man die ganzen Grundlagen wirklich verstanden. Es gibt natürlich immer noch eine ganze Menge Feinheiten. Und die können wir vielleicht auch noch mal in den nächsten Folgen erklären. Ja. Aber... Das lernt man halt echt in 15 Minuten das Spiel. So, schon. Geht schnell. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Wir sind schon ein bisschen. Ich habe 5 Missionen durchgespielt. Das ist schon ein bisschen anstrengend jetzt. Ganz schön Meta. Ja, total. Aber wir wieder als Zweiter dran sind. Genau. Mach das mit der Münze noch gar nicht erklärt. Ach, die Naga. Ich habe keine Karten, die ein Mana kosten. Das wird ein Spaß. Genau, jetzt können wir nichts machen gerade, weil wir kein Mana haben. Wir können nur die Runde beenden. Und noch mal kurz schauen, was er für eine Fähigkeit hat. Er kann für 2 Mana 2 Diener beschwören. Mhm. Das ist ziemlich mächtig. Wenn das im echten Spiel gäbe, wäre es auch ziemlich mächtig. Aber den gibt's da nicht, oder was, Illidan? Es gibt vielleicht noch PvE-Content, also wirklich, wo du halt gegen Computer spielst. So ähnlich wie das Tutorial hier. Ja. Da gibt's dann auch schon Helden, die es jetzt so im normalen Spiel nicht gibt. Aber man, also die Helden sind dann wirklich eher gute Charaktere, nicht so Schurken wie Illidan. Wobei der früher auch mal ein Held war. Ja, siehst du. Es gibt 9 Klassen insgesamt. Was hat er denn da oben gerade zugemacht? Ah, das haben wir noch gar nicht erklärt. Eine Waffe. Man kann noch... Durch Karten oder bestimmte Fähigkeiten kann man Waffen anlegen. Und das hat er jetzt gerade. Eine Waffe hat auch mal 2 Werte. Und zwar links Angriff, wie normal beim Diener, und rechts eine Haltbarkeit. Das heißt, wenn er die einmal verwendet, verliert es einmal Haltbarkeit. Am Anfang hatte die Waffe 2 Haltbarkeit und jetzt noch einen, wie man dann im roten 1 sieht. Und damit hat er mich einfach direkt angegriffen und 2 Schadenspunkte verursacht. Was man auch, wieder gesagt, links hier im Log nachgucken könnte. Minus 2. So, jetzt haben wir endlich mal genug Mana-Punkte, um jemanden auszuspielen. Den direkt auszuspielen wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen ungeschickt. Ja, weil er eh nur einen Lebenspunkt hat, dann wäre er sofort wieder kaputt. Und der hat 3 Lebenspunkte, das heißt, er kann auch den Angriff überleben von dem Myrmidon, was an der Stelle mal recht sinnvoll ist. Und als die Haltbarkeit der Waffe hinüber ist, ist die Waffe auch weg. Legt in die Augen des Verräters! Drei Mana-Punkte. Verwenden wir auch gleich mal. Brandsturm gleich angreifen. Wer möchte nun meine Klingen schmecken? Da kommt doch garantiert es noch irgendwie ein Twist. Sonst wäre es doch viel zu einfach. Die Flammen von Azinoth. Na gut, ich mache jetzt aber auch die richtigen Moves.
wie in der Disco auch. Genau, die richtigen Moves. Und da hast du dann auch immer diese zwei muskulösen Typen plötzlich an dir dran. Und deine Moves gemacht. Weil ich die eine Frau anspreche, die mit zwei muskulösen Typen da ist. Na, Baby! Vor allem, das ist aber auch wie in der Disco mal wieder keine Frau, sondern so ein langhaariger Latino. Das ist mir aber erst, wenn er sich umdreht. Ja. Das ist dann, wie heißt der aus Supermodel? Jorge. Drei. Ja, das weiß man halt vorher nicht. Die sehen halt von hinten, na, egal. So, mit Sport dazwischen. Komm doch her. Also man könnte, glaube ich, jetzt, ich habe das, als ich es auf Tablet gespielt habe, habe ich irgendwann die Beta gespielt, jetzt halt im Dezember irgendwann auf dem Tablet das nochmal. Ja. Da habe ich das auch beim ersten Mal gespielt. Das ist nicht wahnsinnig schwer, aber man kann schon durchaus jetzt, bei den anderen war es jetzt schwer zu verlieren, aber ich glaube, den kann man durchaus auch gut verlieren, den Kampf hier. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschaut. Mal gucken, was er macht. Jetzt holt er mal mächtigere Waffen raus, der Sack. Des Dämonen. Oha. Wir müssen schon langsam wieder hochheilen, oder? Da kann man den Helden, kann man doch auch mit dem Voodoo-Priester heilen, oder nicht? Genau, den könnte ich jetzt wieder heilen. Ich habe sogar noch zwei Mana. Ich nutze die zwei Mana einfach mal. Das läuft mir ja nicht weg. Ich bin ja nicht so, dass ich jetzt demnächst sterben werde. Dann nutze ich einfach mal das, um ihn direkt anzugreifen. Das bringt ja auch ein bisschen was. Der hat jetzt nur einen Lebenspunkt, der mag mal Wüte. Aber den beschütze ich in der Runde eben noch durch den mit Spott. Ja. Gesinnt! Keiner von euch wird je Hand an mich legen! Die stellt bei allen Befreundeten wieder. Genau, so steht dann auch tatsächlich so da halt, ne? Bei allen befreundeten Charakteren zwei Lebenspunkte wiederherstellen. So. Jetzt natürlich sehr naheliegend, die Arcana-Explosion mal zu nutzen. Das sind halt mehrere mit einem Lebenspunkt. Ja. Das heißt, dann leg ich die schon mal los. Hochmut. Dann habe ich jetzt noch 5 Mana-Punkte. Mit dem können wir durchaus mal angreifen. Bringen wir ihn langsam halt doch schon mal in die Nähe von 0. Ja. Jetzt kann ich wieder einen mit Spott rausholen, das heißt, ich beschütze ihn wieder. Ja. Mit seinem einen Lebenspunkt. Was aber eine ganz gute Sache ist. Blickt in die Augen des Verräter. Achso, weil der schon gestorben ist oder was? Nee. Kann er mit der Flammenexplosion an dem Spott vorbeischießen? Genau, das ist, verschießt 5 Geschosse auf zufällige Feinde. Ah, okay. Dieses Spott gilt immer für Angriffe von Dienern. Und für Angriffe, also mit richtig Nahkampfangriffe sozusagen von dir selber. Das heißt, wenn man hier eine Waffe anlegt, ist es ein Nahkampfangriff. Bei mir, ich könnte theoretisch, also mit der Magierin hat man eigentlich keine Karten dafür, aber theoretisch könnte ich auch eine Waffe anlegen. Da müsste ich auch Sportcharaktere zuerst angreifen. Aber so ein Feuerschlag oder irgendwelche Spells, irgendwelche Zauberfähigkeiten kann ich auch an Sport vorbei nutzen. So, und jetzt haben wir das Tutorial an dieser Stelle gewonnen. Der hat nämlich Ansturm, macht 5 Schadenspunkte. Der steht von letzter Runde noch rum mit seinen 5 Schadenspunkten. Bam! Und sonst war es auch langsam knapp geworden, dass er hier mit seinen Minions. Das ging so viel schneller als in World of Warcraft. Da musste man dafür seine Arbeit aufgeben, um Illidan kaputt zu kriegen. Kannst du dich aber auch eine Arbeit aufgeben. Ihr seid einfach unschlagbar. Ihr könnt neue Helden im Modus Üben freischalten. Genau, also jetzt hat man erstmal das Tutorial gemacht. Mhm. Ich würde sagen, in der nächsten Folge sprechen wir mal kurz über die 2 grundlegenden, oder sagen wir mal 3 grundlegenden verschiedenen Spielmodi in dem Spiel. Achso, ich dachte über deine Fähigkeit, mit Geld umzugehen. Das können wir auch, wenn wir in der nächsten Runde nicht mit meinem Account spielen, weil da die Sachen natürlich schon freigeschaltet sind. Allgemein, wie gesagt, was kommt jetzt demnächst noch? Wir haben halt, wie gesagt, in Zukunft auf jeden Fall das Turnier geplant auf GameTube, was kommt. Wir werden jetzt nochmal uns hier die Spielmodi angucken in der nächsten Folge. Und was ich noch gar nicht verraten habe und was ich jetzt weltpremierenmäßig verraten möchte, ist, dass ich, wie du schon erwähnt hast, ich ja so ganz schlimm Hearthstone-abhängig geworden bin. Und da ich jetzt meine Schulden wieder einspielen muss, habe ich jetzt einen Hearthstone-Kanal gegründet. Also ein Kanal, wo ich nur Hearthstone spielen möchte. Der Kanal heißt Hearthstone 4. Ja, nicht schlecht. Also, das, wie gesagt, wenn man dann nochmal Lust hat auf mehr Hearthstone als nur halt ein bisschen unsere Einführung oder das Turnier, kann dann da mal vorbeigucken, kann ja in die Beschreibung mal den Link reinpacken. Ansonsten, wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir uns mal die 3 Spielmodi anschauen und mit meinem Account spielen. Hurra! Bis dann! Ciao!